So. Genau, wir waren ja wieder zurück. Hi, Niklas. Du solltest wissen, dass deine Haustiere heute Morgen Netze in den Schuhen deiner Mutter gesponnen haben. Das ist lächerlich. Ich haue mit der Faust auf den Tisch und auf alles mit acht Beinen, das ich sehe. Ja. Gut, wir hatten Aufträge neue, wa? Finde Lodgok, den Kobold, Tierwesenunterricht besuchen, finde heraus, was Gladwin Moon will. Dann nennen wir Aloromora, Professor Anis, Descendo, sammelt Trollpaupe. Ja, da wollen wir noch ein bisschen für. Das ist für Level 25, die Schlüssel sind irgendwo ja hier noch im Schloss. Das ist Level 30. Besenverbesserung können wir machen. Wir machen mal als erstes die Besenverbesserung, dann haben wir das schon mal fertig. Karte. Hoggesmeade. Okay. Dann können wir theoretisch auch gleich noch die Quest mit ihr machen, wenn wir schon hier sind. Sorry. Ich muss kurz was trinken. Willkommen zurück. Ich habe da einen Sonderpreis für die Besenverbesserung. Ich weiß Ihre Hilfe wirklich zu schätzen. Sie werden diesen Besen lieben. Das verspreche ich Ihnen. Hm? Ja, hier mal ein bisschen Sachen noch kaufen. What do we have here? Verkaufen. Ein bisschen Platz schaffen. Alles, was gut genug ist, wird verscherbelt. Alles weg. So. Jetzt noch einen weiteren Besen kaufen. Dankeschön, gehören. Wissen Sie, Halb Hogsmeade hat sich im Laden nach den Gerüchten zu einer Besenverbesserung erkundigt. Ohne Ihre Informationen hätte ich doppelt so lange gebraucht. Vielen Dank nochmal. Es mag ambitioniert klingen, aber ich arbeite bereits an der nächsten Verbesserung. Die ist noch komplizierter als die letzte. Haben Sie vielleicht Interesse, mir noch einmal zu helfen? Bei Irondale gibt es noch eine Strecke, die Miss Reyes gemeistert hat. Wenn Sie diese erste Verbesserung dort ausprobieren, kann ich die nächste entwickeln. Mhm. Sie denken doch darüber nach, oder? Na klar. Können Sie mir mehr über die nächste Strecke sagen? Das ist nur ein Katzensprung entfernt, südlich von Hogsmeade. Herrlicher Bergblick. Die Strecke stellt die Ausdauer auf die Probe. Ein paar ihrer Klassenkameraden wollten dorthin, um zu sehen, was Imelda zu bieten hat. Und das ist durchaus erstaunlich. Ich meine, nachdem viele doch gar nicht erst gegen sie antreten wollten. Hoffentlich schreckt sie das nicht ab und sie probieren die Strecke aus. Denken Sie drüber nach. Klingt, als ob sie sich selbst übertreffen. Wenn ich kann, dann helfe ich. Danke. Dieser erste Erfolg ist erst der Anfang von dem, was ich für das Besenfliegen erreichen kann. Okay. Melden Sie sich schnellstmöglich wieder bei mir. Und dann geht's los. Die Konkurrenz wegfegen. Dann auf zum Wettflug. Okay, aber ich habe doch bestimmt da hinten irgendwo einen Portpoint, oder? Ich muss da bestimmt nicht hinlaufen. Karte. Ich war doch schon mal in Irondale, oder? Ja, ich war schon mal in der Nähe von Irondale. Beim Katzensprung. Ich glaube, 3,5 Kilometer? 2,5 Kilometer? Keine Ahnung. Aber hey, ja, Katzensprung. Wer kennt's nicht? So. Da wären wir. Mr. Weeks hatte recht mit der Aussicht. Oh, da
ist ja Gryffindors Tempowunder. Einen Federkiel hast, den ich mir ausleihen könnte. Revelio. Jetzt mal Revelio machen. Anyway. Nach. Geht, okay. Hab was? Sonst gibt's da oben noch was. Aber das sind nur Eier. Schwindereier. Okay. Machen wir mal den nächsten Flug. Also, noch ein Rennen? Natürlich ist es noch ein Rennen. Und du nimmst gefälligst teil. Heißt das, du hast deine Meinung über mich geändert? Zumindest bist du besser als die Stümper, die mich normalerweise herausfordern. Während sie herumsitzen und auf den Sieg hoffen, übe ich. Stundenlang. Mhm. Keiner stellt Rekorde mit Wunschdenken auf. Nicht? Ich brauche starke Konkurrenz, um ganz oben zu bleiben. Willst du jetzt meinen Flugrekord schlagen oder nicht? Starke Konkurrenz? War das etwa ein Kompliment, Imelda? Nur zu. Glaub, was du willst. Mir ist das egal. Komplimente verweichlichen nur. Niemand sagt mir, dass ich gut war. Und? Ist mir das wichtig? Nein. Mir reicht, dass ich weiß, dass ich die Beste bin. Also, versuch gerne, meinen Rekord zu brechen und sei nicht enttäuscht, wenn du verlierst. Mhm. Ich bin bereit. Endlich! Eine Herausforderung. Na dann. Wunderbar. Fabelhaft. Es könnte nicht gereicht haben, eventuell. Hab ich jetzt gerade verkackt? Ich raus. Großartig. So ein Mist. Als Strafsekunden, das ist halt Kacke. Also übel. Mhm. Hier oben sind auch noch welche. Die sind ja überall Luftballons noch. Gucken wir mal, ob die 3 Strafsekunden eventuell mir die Runde kosten könnten. Nee, das sieht gut aus. Nee, die 3 Strafsekunden können wir nichts. Got it. Das hat schon mal geklappt. Neue Bestzeit. Sehr gut. Ja, eins habe ich verpasst, leider. Du hast dich verbessert. Ich muss sagen, das war ein verdammt gutes Rennen. Pass auf. Du hast dir hier einen guten Ruf erworben und manche Leute sind deswegen sehr verärgert. Ach, klingt so, als hättest du Erfahrung damit. Tja, habe ich auch. Jedenfalls warst du nicht schrecklich. Das gebe ich zu. Aber... Mhm. Upsala. Du sagtest, der Ruf deines Talents hätte Leute verärgert. Ich aus Versehen, aber mal. Wenn du es wissen musst, sogar Leute aus meinem eigenen Haus sind neidisch auf mich.
Als Erstklässlerinnen haben Nerida Roberts und ich viel Zeit auf unseren Besen verbracht. Wir wollten jeden Tag fliegen. Oh. Mein Können auf dem Besen wuchs rasant, möchte ich meinen, aber Nerida hatte plötzlich keine Zeit mehr fürs Fliegen. Ich versuchte, ihr Tipps zu geben, aber sie hatte einfach nicht mein Talent. Sie war eindeutig neidisch auf mich. Heia, Mädchen. Armes Ding. Jetzt verbringt sie die ganze Zeit am See, besessen von den Wassermenschen. Lernt nicht mal schwimmen. Ich werde mein Talent nicht herunterspielen, nur weil jemand ein zu sensibles Ego hat. Jedenfalls muss ich die nächste Strecke vorbereiten. Komm vorbei, wenn du den Mumm hast. Das werden wir ja sehen. Bis dann. Ich dachte schon, du kneifst. Ruh dich auf deinen Lorbeeren aus. Nö, ich sehe dich an der Südküste, wenn du nicht die Nerven verlierst. Um nochmal zu fliegen, geht das Podium mit der besten Liste. Dort startest du das Rennen und siehst deine Zeit. Mhm. I don't care, gerade. Noch ein erfolgreicher Flug. Ich sollte es Mr. Weeks erzählen. Erstmal habe ich hier noch was zu erledigen gerade. Oh, wait. Ups, nein, das wollte ich nicht. Geh weg. Revelio. Eine Antwortseite. Verlassene Behausung. Diese verfallene alte Behausung bot reisenden Hexen und Zauberern Schutz vor den Elementen. Im Laufe der Zeit begann der umliegende Sumpf jedoch, die Hütte zurückzuerobern. Heutzutage beherbergt er nur noch den ein oder anderen Sumpfkrabbler. Und ab dafür. Uno. Yes. Zum Henker, warum ziehst du so nach unten? Was haben wir denn hier? Revelio. Interesting, interesting. Jetzt noch ein Hotpoint. Gerne. Danke. Auge der Mine. Revelio. Zu holen. Na gut. Was haben wir denn hier? Wie? Ein Ball. Der muss, ich vermute mal, irgendwo hier runter. Wo ist denn die dazugehörige... Was hast du diesmal für mich auf Lager? Gerade noch gar nichts, weil ich erstmal gucken will, wo der Ball hin muss. Revelio. Ich vermute mal, dass die Mine der nächste Dingenspunkt eventuell ist. Der nächste. Einer der nächsten Prüfungspunkte. Ups. Wo muss der Ball hin? Ah. Ist doch dann irgendwo ein... Eben, wo der Ball rein muss. Frage ist nur, wo. Hm.
Rivelio. Unten ist nur auch eine Prüfung. Na egal. Ich fliege hier mal mit Absicht noch ein bisschen durch die Gegend, weil ich noch ein bisschen in der Hoffnung bin, dass ich hier irgendwo noch Balance finde. Schmetterlinge? Hab sie gar nicht gesehen, aber ist okay. So. Das hier ist keine Stadt, oder? Ist doch eine Ansammlung wahrscheinlich von bösen Hexen und Zauberern. Ich vermute ich doch mal. Ja, ich sehe doch da unten schon die ganzen Blindmagier. Okay. Wie stolz man darauf sein kann. So. Augen aufhalten wir weiterhin nach Balance. Oder ist es mir egal? Kann das sein? Eine Prüfung Merlins? Protego! Die Frage ist nur... Sieht interessant aus. Was wird hier da? Das Ding da. Ah, okay, ich muss zerstören. Okay, das ist okay, das kriegen wir hin. Das machen wir doch. Komm, bring! Da weg, Konfringon. Bester weg, Konfringon. Er macht irgendwelchen komischen Stuff da. Wo ist der Rest von euch? Da. Da ist einer. Da ist noch einer. Damit wäre das erledigt. Und that's it. Sehr gut. Revelio. Ist da Böses? Spinnen? Spinnen. Okay, weiter geht's. So. Wie gesagt, immer auf der Suche nach ein paar Balance. Ja, unser nächsten Zauberer, glaube ich. Gegner. Revelio. Ja, es ist halt ganz cool, dass man hier oben einfach Revelio drücken kann und dann sehen kann, was so in der Nähe abgeht. Aber... ich sehe keine Balance zum Abströseln. Na gut.
Nice. Kann man definitiv machen. So. Keine Balance in der Nähe. Was ist denn das für Müll? Nicht weiter schlimm. Einfach wieder mal ab. Das ist natürlich Anlackers, wenn man keine Essenz mehr hat. Oder? So. Gibt's einen gemütlicheren Ort als Hogsmeade? Zurück von Ihrem letzten Flug? Ich will alle Details hören. Gute Nachrichten, Mr. Weeks. Mit Ihrer Verbesserung konnte ich einen neuen Irondale-Rekord aufstellen. Fabelhaft. Aha. Ich wusste, diese Verbesserung hat großes Potenzial. Wie macht es sich der Besen? Fliegt sich gut. Bei Höchsttempo wird er etwas nervös. Und der Griff wackelt, wenn ich in eine starke Windböe gerate. Ah, ja. Verstehe. Hm. Ich denke, ich weiß, wie ich das ändere. Danke. Hoffe ich doch Sie mal. Sie haben was gut. Wenn das eine neue Verbesserung bedeutet, gerne. Hm. Sie scheinen genauso entschlossen wie ich, das Besenfliegen zu verbessern. Es ist eine Freude, so zu arbeiten. Wenn ich recht habe, was ich sehr hoffe, dann habe ich bald gute Nachrichten. Okay. Nochmals, vielen Dank. Gerne. Achso, warte mal. Na, wonach suchen Sie heute? So. Mr. Weeks und ich sind ein gutes Team. Danke fürs Vorbeischauen. Hoffentlich bis bald. Gut. Drei Besen gab es eine Main-Quest, ne? Ja. Die Frage ist, will ich die schon machen oder nicht? Ist mir egal. Stunde Tierwesen. Hausmeister. Ah ja, okay, hier kriege ich die Pulse. Okay, dann machen wir jetzt als erstes einmal das. Das ist direkt sowieso vor unserer Nase, also von daher alles gut. Rivelio. Ich hätte mir auch erst Alohomora holen können, ne? Na, jetzt bin ich hier, ist auch egal. Hallo, schön Sie zu sehen. Hallo, Miss Ryan. Ich wollte Ihnen nochmal für die Hilfe mit Rookwood und Harlow am Tag des Trollangriffs danken. Sirona, bitte. Und gern geschehen. Die beiden machen nichts als Ärger. Gut, dass sie hier waren, als sie gefunden haben. Finde ich auch. Sie sprachen an dem Tag mit einem Kobold. Ja, Lodgok. Er ist ein Freund von mir. Sie schienen gut miteinander auszukommen. Ich kenne ihn seit Jahren. Seit ich hier zu Schulzeiten gekellnert habe, bevor das mein Laden wurde. Er war nett, aber wir waren anfangs noch keine Freunde. Sein Misstrauen gegen Zauberer saß tief. Jetzt sind Sie Freunde? Ja, ich hatte ihn lange nicht gesehen, bis er vor ein paar Monaten herkam. Aber er hat mich sofort erkannt. Was ich von einigen meiner Mitschüler nicht sagen kann. Die begriffen nicht gleich, dass ich eine Hexe und kein Zauberer bin. Nicht alle Kobolde sind wie Ranrock und seine Anhänger. Lodgok ist genauso besorgt wie wir darüber, was da vor sich geht. Wenn das so ist, würde ich gerne mit ihm sprechen. Vor allem über Ranrock. Wo finde ich ihn? Ich nehme an, es geht um die Gerüchte über die Zusammenarbeit von Ranrock und unserem Freund Rookwood. Das stimmt. Wenn er nicht hier ist, findet man ihn oft im Eberkopf, wo er Geschäfte macht. Er ist Metallhändler. Hm. Sagen Sie, dass Sie von mir kommen. Er kann Hexen und Zauberern gegenüber etwas misstrauisch sein. Auch so jungen wie Ihnen. Wenn Sie allerdings Informationen suchen, um Ranrock in Schach zu halten, ist Lodgok Ihr Verbündeter. Mhm. Wissen Sie, an was Ranrock und Rookwood zusammenarbeiten? Ich weiß nur, dass Sie anscheinend ein unliebsames Bündnis haben. Freundschaften zwischen Zauberern und Kobolden sind schon selten, aber zwischen denen?
Die sind garantiert auf etwas aus, das der jeweils andere hat. Doch ich fürchte, sie sind wie eine Schlange mit zwei Köpfen. Um ihre Pläne zu stoppen, müssen beide ausgeschaltet werden. Sie schienen neulich eher unbeeindruckt von Rookwood und Harlow. Haben Sie keine Angst? Das sind Tyrannen. Ganz einfach. Ich habe sie noch nie toleriert und lasse ganz sicher nicht zu, dass sie meine Freunde schikanieren. Aber sie sind dennoch gefährliche Zauberer, mit denen nicht zu spaßen ist. Sie sollten konfrontiert und wann immer möglich daran erinnert werden, dass der Rest von uns einander unterstützt. Okay. Danke, Sirona. Wenn Sie Lodgok finden, dann grüßen Sie ihn von mir. Ich weiß nicht, womit Sie sich solch mächtige Feinde gemacht haben, aber bitte, passen Sie gut auf sich auf. Mhm. So. Ich kannte mal ein Mädchen. Revelio. Ich brauche halt für alles Aluromora halt, ne? Ich würde gerne am Alchemie. Hallo. Schön, dich außerhalb der...